Heyo und willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Und wir reden erstmal kurz mit dem Dorfhändler, den wir befreit haben. Was hast du denn schon? Dorfhändler, dieser Händler verkauft gewöhnliche und seltene Gegenstände zu angemessenen Preisen. Das mit dem Angemessenen, da bin ich mir nicht so sicher. Oh, vor die Hand des Zaubermeisters. Wirkt zufällige Verzauberungen auf bis zu 2 Verbündete, die eine unerwartete Hilfe gewähren. Okay. Schwere Armbrust. Kräftige Schüsse. Ah, okay. Geschwindigkeit geht runter, Munition geht massiv runter. Dafür haben die halt richtig Power. Naja, würde ich mir jetzt aber gerade ehrlich gesagt erstmal sparen. Ah, und er hat mehr im Angebot, je mehr Leute ich befreie. Habe ich nicht sogar noch einen zweiten befreit? So, das hier würde ich mal ins Lager tun. Und den Kram kann ich eigentlich bei dir auch verkaufen. Gegenstand kaufen, reservieren, auffüllen. Nee, von verkaufen steht da nichts. Ich lager das einfach. Obwohl, davon habe ich übel viele. Da kann ich das mal testen. Was passiert, wenn ich sowas zerlege? Verwerten. Ah, okay. Krieg einfach Cash. Verstehe. Habe ich denn... Nee. Habe ich denn jetzt hier noch irgendjemanden freigeschaltet, der hier irgendwo rumrennen muss? Schade, dass es keine Karte hierfür gibt. Die könnte wenigstens standardmäßig an sein. So, von mir aus auch nur so eine Minimap halt. Okay, ich habe eigentlich mehr Leute befreit. Nee. Wer bist denn du? Mr. Creeper. Ja, na gut. Ich denke mal, die wichtigen, relevanten werden wir eh hier vor Ort finden. Als Händler oder ähnliches. Na gut. Fackeln wir nicht lang? 7 Missionen. Oha. Neue Belohnung, gefangene Händler. Okay. Wo ist denn dieses mit neue gruselige Gruft? Ach, und hier ist neue Belohnung jetzt plötzlich. Hä? Ah. Ich schalte auch andere Belohnungen frei, wenn ich das abschließe. Okay. Ja, das ist halt Tutorial. Da gibt es nur eine Belohnung. Gruselige Gruft. Oh, die gibt es nur ab Standard 2. Ich glaube, das sollte ich eventuell möglicherweise vorerst lassen. Wird aber früher oder später passieren. Neue Belohnung. Müsste ich jetzt aber nochmal die gleiche Mission spielen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So direkt. Ich wollte erstmal vorankommen. Wir haben die Kürbisweiden, Kakteenschlucht, Redstone-Bergwerke und nasser Sumpf. Ja, das was am nächsten ist, ich werde erstmal in den nassen Sumpf gehen. Schauen wir da doch einfach mal nach. Ein Zirkel aus verschlagenen Hexen lebt tief in diesem düsteren Sumpf. Sie brauen allerart Tränke, um den Erz-Illager und seine stetig wachsende Armee noch stärker zu machen. Wenn du diese Hexen nicht findest und besiegst, wächst die Stärke der Illager ins Unermessliche. Doch sei auf der Hut, im Sumpf lauern viele Schrecken. Wird mich nicht aufhalten. Finde die Gebräue. Ich finde die Gebräue. Quack. Quack. Lass mich raten. Ich soll hier nicht so in den Sumpf ins Wasser und so. Nee. Halt. Map an.
Ich sehe, wo es hier lang geht. Ja, okay. Da ist eh nichts. Oh. Interessant. Hatte das jetzt einen Nachteil für mich? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich darf bloß offensichtlich nicht in die Brühe. Die Brühe ist nicht gesund für mich. Wir gehen erstmal hier drüben lang. Get back. Ah ja. Okay. Die Richtung ist tot. Ja, das habe ich bemerkt. Ah, ciao. Ja, Junge. Hier gibt's kostenlos. Haue. Au. Weg. Kleiner Bub. Zombifizierter Bub, aber Bub. Dum, dum, dum. Ah, oh. Ekelhafte Hexe. Habt das gehört? Ah, kannst du mal sehen. Die nicht irgendwas fallen lassen. Die hat doch einen Trank fallen lassen. Der war plötzlich weg. Hier unten ist nichts. Ist da oben was? Ah, das ist ein alternativer Weg. Okay. Verstehe. Da ist ein Blob. Das war ein Blob. Wow. Wow, 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 wow. Mein Respekt. Okay. Mit den Blobs muss ich aufpassen. Die können zuweilen ekelhaft sein. Ja, komm. Böse Hexe. Ja, okay. Drüben ist noch ein Bogen. Bogengut. Nee. Du entkommst mir nicht. Zerstöre die Gebräue. Oh, wieder Blubberlies. Blub-Blub-Dinger. Ich würde gern die Hexe erstmal wegmachen. Au. Ach so, ich kann ja auch. Ging ganz gut. Aha. Au. Wow. Seid aber auch mies. Mist. Nicht so gut. Oh. Böse Hexe. Au. Au.
Wow. Die hat schon ein bisschen in sich. Du nicht. Au. Ja, mit euren ekelhaften Tränken. Hört? Kaboom. Hey, Hexe. Schmeißt schon die nächste Hexe. Die sind schon dreist. Ah. Ihr geht mir auf den Zünder. Ah. Au. Laut ihr erst, ihr Blobs. Bam. Komm her, ihr Klein. Komm her, Kleiner. Na komm. Boah. Sind schon richtig lästig. Au. Na. Spawn die neu? Ist ja widerlich. Hey, was ist das hier? Da ist zu. Da geht's wahrscheinlich dann weiter, ja. Toll. Ich brumm's da alles rein. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Finde den Kessel. Achso, dafür muss ich jetzt weiter. Natürlich. Au! Ich glaube, die Hexen spawnen echt immer wieder neu. So. Kleiner, geh weg. Immer erst den Kleinen töten, damit Papi es nicht sieht. Damit er nicht sieht, wie Papi drauf geht. Enderman! Das ist ein Schwein! Ein Schwein! Blutgoblin! 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 Oh, jetzt aber! Enderman! Jawohl! Ich will eine Bombe einstecken. Was haben wir denn hier Schönes gekriegt? Ein Bogen, der besser ist. Schön. Was ist das hier? Plus 1 Gesundheit. Artefaktabklingzeit. Bewegungsgeschwindigkeitsaura. Bedeutet das auch für mich mehr Bewegungsgeschwindigkeit? Das wäre nämlich schon irgendwie cool. Das hat halt nur eine Verteidigung, das ist ein bisschen. Bisschen low. So. Ah. Mag euch nicht. Level up. Level up. Level up. Okay, hier ist wunderbar nichts. Das ist toll. Ey, du. Ey, du. Aha. Ja, gut.
Punkte halt. Kann ich mit leben. Und nun? Ach so, da ist noch ein anderer Weg. Ja, natürlich. Jetzt nicht dran gedacht. So. Und wieder ein Block. Ist ja auch, wenn die zerplatzen, direkt erstmal angreifen. Das ist doch fies. Schlechter Boden. Ach so, das ist ein Armbrust. Nochmal in den Gang hier rein. Zur Sicherheit, aber hier ist nichts. Die Käfige sagen wohl nichts aus. Ciao, ciao. Aha, aha. Nettes Plätzchen habt ihr hier. Das hat mir jetzt nicht echt Schaden gemacht, oder? Es gibt tatsächlich Fallschaden. Das ist frech. Bin ich schon sehr frech. Ah, Creeper. Gelöscht. Auch gelöscht. Schön. Ja, wirklich sehr dunkel hier unten. Aha. Hier ist nichts. Aber ja. Hä? Okay, da war nichts. Er hat sich nicht aufgespalten, warum auch immer. Ich weiß selber nicht, woran es liegt. Hier ist nichts. Naja. Ist gar nicht so angewackelt zu kommen. Okay, da ist noch eine Brücke. Wie komme ich da drauf? Ah ja. Ja, schön. Hat sich richtig gelohnt. Bin begeistert. Nun gut. Ich suche den Kessel. Nix. Und hier geht's wieder raus. Hi. It's me. Die rote Zora. Wow. Da war Familienfeier. Da kam die ganze Kinderschar angewackelt. Ja, mit dem kann man nichts machen. Okay. Verstehe. Hab ich kapiert. Na ja, Kleiner. Wow. Wow. Oh. Danke. Na ja. Immer schön kapseln. Ratte. Aua. Ah, das halt aber noch ein bisschen sehr nach. Länger als es angezeigt wird, das ist nicht schön. Boop. Okay, habe ich ja alles. Vorräte. Nettes Brot. Ein Brot für die Not. Klatsch, klatsch. Aua. Ah, dreist.
kleinen Bengel. Ja. Hier will ich lang. Ah ja. Was geht hier ab? Weg. Verdammt. Oh, es werden immer mehr. Wow. Wow, wow, wow. Verstehen. Gut. Ah ja. Da kommt auch schon die Brücke runter, okay. Was auch immer ich genommen habe. Mission freigeschaltet. Matschige Höhle. Okay. Wahrscheinlich ein Kartenplan. Ah ja. Das war's schon? Keine Special-Kiste oder so? Es gab jetzt nur hier den Bauplan. Oder den Plan an sich. Ui. Ui. War ich jetzt weniger drauf vorbereitet? Dachte, da oben ist mir jetzt egal. Ja, kommt nur. Ich hätte echt von hier oben schlagen können. Okay, das ist offensichtlich ebenenunabhängig. Weil auch ihr Gedöns macht mir oben Schaden. Da muss ich dann sehr aufpassen. Kleiner, nicht mehr Geist. Na gut. Schluss mit unsichtbar. Da! Hexenzeit! Wow! Aha, aha. Verdammt! Wow! Ein bisschen heavy. Blow, blow. Verdammt, 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 mir geht's nicht gut. Ich brauch meinen Heiltrank. Jawohl. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Ich bin sowas von hinüber. Mein Heiltrank braucht noch viel zu lange. Wow, wow, wow. Ja. Yeah.
Okay. Ah, okay. Der Status, der aktuelle, bleibt bestehen. Okay, wir rüsten die Rakete aus. Laufen ein bisschen im Kreis. Au, au. Bam. Wow. Die gingen mir jetzt echt ein bisschen auf den Sack. Au. Ja, mit seinem Hühnchen. Mist. Wow, 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 wow. Das war kritisch. Aha, Heilung. Laufen. Bereit machen. Umlaufen. Feuer! Wow, 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 wow. Ist echt nicht ohne. Jawohl. Und befreien. Jawohl, der Geschenkpacker. Damit haben wir es geschafft. Das müsste ja das Ende gewesen sein. Jawohl. Der Erzimager wird nun nicht mehr mit Tränken versorgt und die Hexen werden sich von diesem Angriff nicht so schnell erholen. Gut gemacht. Ja. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir es geschafft. 58 besiegte Zombies, Truhen geöffnet 100% und wir machen natürlich auch die wieder auf und bekommen noch eine Angel. Na gut. Und damit ist die Mission abgeschlossen und die Folge zu Ende. Den Pakete-Geschenkepacker gucken wir uns dann an in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, bis dann und ciao, ciao. Station.